So, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Mississippi Dampfer aka Disneyland Raddampfer. Im Grunde genommen zum letzten Deck. Die Holzbauteile, die Holzplatten, die werden immer weniger. Und ja, das ist sozusagen jetzt das finale Deck. Es nennt sich Pilot House Deck, also Pilotenhaus Deck, beziehungsweise Pilot-Hausdeck, beziehungsweise, na, wie heißt denn das? Steuerhausdeck, genau. Da kommt ja das Steuerhaus oben drauf, dann links und rechts kommen noch die Wings. Ja, die Wings befinden sich hier und hier sind Aussparungen, da sollen die beiden Wings reingeklebt werden. Ich vermute aber mal ganz stark, dass wir die noch anpassen müssen, weil, so wie ich das jetzt grob abgeschätzt habe, sind die Wings hier breiter als die Aussparung hier drin. Auf jeden Fall sollen die hier eingebaut werden. Dann soll das Ganze ein bisschen gefüllt und verspachtelt werden. Das kriegen wir hin. Und dann geht es an das Pilot House, also das Steuerhaus vom Captain sozusagen. In dem Fall Captain Mickey Mouse. Und ja, als erstes müssen wir logischerweise die Teile, die wir brauchen, erstmal hier rausholen. Aber wir machen erstmal diesen Teil, also einmal das komplette Deck mit den Wings fertig. Und im nächsten Schritt dann sozusagen das Steuerhaus. Genau, Steuerhausdeck. Das ist es. Also, legen wir los. Damit sind wir schon wieder am Ende des Bauabschnittes. Ihr seht, das Steuerhaus ist fertig. Ich habe den Boden noch lose, das Dach noch lose. Alles ist noch ein bisschen am Trocknen. Diesmal wurden hier in den Ecken keine Leisten reingesetzt, einfach weil weil der Platz zu den Fenstern einfach zu schlank ist. Aber natürlich am Boden und am Dach wurden Leisten befestigt. Das Ding ist, ich glaube, laut Anleitung steht so drin, dass man den Boden nicht kleben soll, damit man das Haus runternehmen kann. Aber das Dach sollte man raufkleben. Ich werde es genau umgekehrt machen. Ich werde den Boden aufs Deck kleben, sodass ich das Haus mit draufkleben, sodass ich wirklich nur noch das Dach als Deckel habe im Endeffekt. Und so rum. Nee, doch so rum.
so dass ich dann das Dach als Deckel habe. Dann kann ich nämlich jederzeit ran und kann dann hier später noch mit Details nachbessern, wie zum Beispiel dem Steuerrad, dann Mickey Mouse als Figur und. Also ja, so die klassischen Details, die ja auf so ein Steuer, wie heißt das, Steuerhaus reingehören. Vielleicht noch ein paar Instrumente und so weiter. Mal schauen. Ja, deswegen das Dach, weil hier soll ja, oder hier kommen ja laut Anleitung auch zwei Radars drauf. Mehrzahl von Radar, keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach Radars. Und im besten Fall sollen die sich später auch drehen, also sollen die motorisiert werden. Also muss ja hier drunter irgendwo noch ein Motor installiert werden. Deswegen, ja, Beleuchtung kommt noch oben drauf, also Positionsbeleuchtung. Und so weiter. Also deswegen werde ich wahrscheinlich eher den Deckel zum Abnehmen machen, anstatt das ganze Häuschen. Und ja, das ist der Plan. Was noch fehlt, ist natürlich die Lackierung. Das Häusle muss einmal, also was heißt lackieren? Erstmal muss geschliffen werden. Und wenn ich geschliffen habe, dann kann ich lackieren. Den Boden weiß, das Häusle weiß und den Deckel von unten, also das Dach von unten auch weiß. Denn von oben wird das Dach gelb lackiert. Das aber auch erst später, weil hier noch Sachen drauf kommen, die ebenfalls mit gelb lackiert werden. Und dann muss ich natürlich noch die Fenster reinkleben. Das werde ich aber alles im Stillen für mich machen, weil, ja, kennt ihr schon, lackieren muss ich euch nicht zeigen. Die Fenster haben wir schon mal zusammen reingeklebt, von dem her mache ich das für mich ganz in Ruhe. Wir sehen uns dann wieder, wenn wir, oder ich zeige euch das erst wieder, wenn das soweit fertig alles lackiert ist und wir das alles sozusagen zusammenkleben. Das werde ich euch dann nochmal zeigen. Aber ansonsten werde ich den Rest mit der Lackiererei und so, das mache ich für mich ganz in Ruhe. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Da geht es dann um die Leitern, um die Treppen am Schiff. Ja, sehr interessant finde ich auch, dass auf jeden Fall, also es ist ja, sind ja sehr viele Details am Schiff dabei. Leitern und so weiter, die Gangway vorne und so. Das Einzige, was fehlt, was mir aufgefallen ist, es gibt keine Türen. Es ist auch nirgendwo vorgesehen, Türen irgendwo ranzukleben. Das heißt, das werde ich in Eigenregie machen, bevor wir später an die Reling gehen, weil noch komme ich da ganz gut ran. Aber dadurch, dass ich ja eh ein bisschen noch am Schiff ja, ein bisschen überarbeiten muss, ein paar Mal war es jetzt schon im Wasser und da gibt es noch die ein oder andere Stelle, wo das Wasser, sage ich mal, doch noch ins Holz kommt und dementsprechend dann manchmal die Farbe noch abplatzt oder abblättert und das muss ich dann entsprechend noch abdichten. Und da habe ich jetzt richtig einen Bootsklarlack für geholt. Das heißt, ich werde das Schiff, zumindest das unterste Deck, das Main Deck, auch die Seitenwände großzügig mit dem Klarlack einschmattern und hoffen, dass es dann auch wirklich dicht ist. Ein paar Mal oder an einigen Stellen muss ich nochmal mit Klarlack, mit weißem Lack drüber. Da kann ich aber nicht mehr mit der Spraydose arbeiten, weil da einfach schon zu viele Details drauf sind. Das mache ich dann mit dem Pinsel und dann geht es mit dem Klarlack, Bootslack drüber. Und die Hütte natürlich auch noch fertig gemacht. Trotzdem, wie gesagt, im nächsten Video geht es dann um die Treppen. Die werden wir fertig machen und ja, dann würde ich sagen, war es das für heute schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald. Ciao.